Aufgabe 1, dort hatten wir euch auf dem Übungsblatt ein paar verschiedene Artikel gegeben, die ihr euch anschauen solltet. Wir haben hier einmal Länder machen Druck beim Industriestrompreis oder auf der anderen Seite, wie Frankreich den Strompreis für die Industrie gering hält. Kann jemand was dazu sagen? Auch wenn ihr den Artikel vielleicht euch nicht angeschaut habt, könnt ihr vielleicht erzählen, was da so passiert ist oder was das vielleicht für eine Anwendung in diesem Modul hätte. Ja. Genau. Also zum einen haben wir erstmal den Punkt, durch die Energiekrise hatten wir extrem hohe Energiekosten. Die sind mittlerweile wieder einigermaßen auf einem stabileren Level. Also die Artikel sind auch, glaube ich, beide von 22, der eine ist von 23, na doch, beide 23. Auf jeden Fall hatten wir ja auch da die Strompreisbremse und so weiter. Und da geht es eben darum, was ist die Connection zu diesem Modul. Wir haben eine äußere Situation im Markt und wir sehen, okay, der Markt funktioniert nicht mehr. Wir müssen irgendwie eingreifen, aber wie du jetzt auch schon richtig gesagt hast, wir müssen dabei auch abwägen, welches Problem wir bekämpfen. Weil wenn wir nämlich sagen, okay, der Klimawandel und Energieeffizienz ist uns egal, dann können wir das natürlich machen, aber das sollten wir natürlich dann auch in einem zweiten Schritt trotzdem beachten, dass Energieeffizienz auch eine wichtige Rolle spielt. Hier haben wir noch zwei andere Artikel, was CO2-Zertifikate dem Klima bringen und was die CO2-Steuer für Verbraucher bedeutet. Hat jemand dazu was? Genau. Also wir wollen klimaneutral werden, das heißt, wir wissen, okay, wir stoßen aktuell viel zu viel CO2 aus. Das Ganze hat super viele Folgen, die es mit sich bringt und wir müssen irgendwie schauen, okay, wie können wir das in dem Markt regeln. Das heißt, in diesem Fall, das Ganze nennt man dann Externalitäten, also wir haben negative Effekte durch diesen zu hohen CO2-Ausstoß. Und wir versuchen irgendwie über diese CO2-Steuer oder die CO2-Zertifikate das Ganze zu bepreisen. Das heißt, wir wollen den CO2-Ausstoß dem einen Preis geben. Also ganz früher, als es auch noch keinen Emissionshandel gab und sonstiges, war es ja komplett kostenlos, einfach CO2 auszustoßen. Wir wollen das jetzt bepreisen und wir wollen jetzt auch schauen, okay, wie hoch muss dieser Preis eigentlich sein, damit wir dieses Ziel von Klimaneutralität erreichen können. Und dafür gibt es eben die CO2-Steuer. Das heißt, wir haben einen hohen Preis und je höher der Preis ist, desto geringer die Nachfrage. Frage? Genau. Also im Endeffekt, die ganz einfache Idee ist, Unternehmen wollen immer Gewinne maximieren. Das heißt, sie haben Umsatz und sie haben Kosten und daraus ergibt sich der Gewinn und den wollen sie maximieren. Und dann, wenn es jetzt keine intrinsischen Anreize gibt, dann müssen wir als Regierung oder so zum Beispiel, eben Anreize schaffen, damit sie das irgendwie integrieren in ihre Preissetzung oder in ihre Produktion. Okay, auch hier wieder nächster Artikel. Deutschland macht Schluss mit dem Tankrabatt
und Benzin in Deutschland teurer als in allen Nachbarländern. Vielleicht ganz kurz, das ist ein sehr ähnliches Thema wie auch so die CO2-Steuer oder die Zertifikate. Allerdings ging es ein bisschen in die andere Richtung, hat auch wieder mit der Energiekrise zu tun. Ja, wir haben gesehen, okay, in 2022 waren die Energiepreise einfach extrem hoch. Das hat dazu geführt, dass auch das Benzin extrem teuer wurde. Und unsere Regierung hat sich dann eben dieses Paket einfallen lassen, was zum Beispiel auch den Tankrabatt inkludierte. Das heißt, sie haben die Steuer gesenkt, sodass das Benzin im Endeffekt günstiger wurde. Das heißt, das hat jetzt auch wieder, wenn wir auf den Klimawandel eingehen, eigentlich dahingehend keinen so guten Effekt, hatte aber eben das andere Ziel, dass wir eben die Haushalte entlasten wollen. Also durch diese sehr extrem gestiegenen Preise hatten wir generell einfach eine Inflation im Einkommen. Also alles ist einfach teurer geworden und man hat versucht, irgendwie über dieses Instrument die Haushalte zu entlasten. Genau. Hier haben wir noch zwei Artikel zum Handel. Einmal Schub für EU-Handel mit Neuseeland erwartet und Trump riskiert Handelskrieg mit dem Rest der Welt. Das geht jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung, was wir uns in diesem Modul auch im Laufe des Semesters anschauen werden. Das ist eben Handel und offene Volkswirtschaften, also was passiert, wie können wir gemeinsam irgendwie das schaffen, dass wir uns alle besser stellen. Ist Handel gut, ist Handel schlecht, was hat es für Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft oder auf andere Volkswirtschaften? Das schauen wir uns dann hier auch nochmal an. Das nur als kleine Motivation, was wir in diesem Modul im Laufe des Semesters alles machen werden. Und jetzt starten wir ein bisschen mit dem mathematischen Teil, weil es wird vielleicht für einige von euch jetzt nichts Neues sein, andere haben es vielleicht schon wieder vergessen, aber wir gucken uns jetzt erstmal ein paar Ableitungsregeln an und auch noch ein bisschen, ich würde sagen, Basic-Oberstufen-Mathe, um einfach alle auf denselben Stand zu bringen. Also wir haben ja auf der linken Seite einmal verschiedene besondere Funktionen, die wir ableiten können. Erstmal für euch, wir haben hier y ist gleich f von x und ihr kennt die Ableitung wahrscheinlich so, f' von x, das ist auch nicht falsch. Wir schreiben das aber meistens so, das heißt, was da steht in Worten bedeutet, leite die Funktion y nach der Variable x ab. Das machen wir einfach so, weil wenn wir später Funktionen haben, die von mehreren Variablen abhängig sind, dann ist dieses f' von x einfach nicht mehr eindeutig. Also wenn ihr eine Funktion habt mit einer Variable x, einer Variable z und einer Variable a und ihr sagt, mach mal f' von x, beziehungsweise das wäre dann f' von x, z und a, dann ist die Frage, okay, nach was leiten wir denn ab? Und wenn wir das dann eben so schreiben wie auf der rechten Seite, dann ist das Ganze eben eindeutig. Und man kann dann auch theoretisch sagen, okay, wir nehmen die Ableitung nach x und einmal nach z. Das würde dann heißen, okay, wir leiten die Funktion zweimal ab, deswegen die 2. Und zwar einmal nach x und einmal nach z. Also das nur für euch so ist die Schreibweise. Wenn ihr da f' von x in der Klausur hinschreibt, dann ist das für mich auch fein. Aber ihr solltet wissen, also ihr solltet verstehen, was das hier bedeutet. Okay. Kann mir jemand die Ableitung von 1 durch x sagen? Ja? Okay, die Ableitung von e von x, genau, die bleibt. Ihr seht das auch gleich nochmal ohne meine krakelige Handschrift.
die Ableitung von Wurzel x. 1 durch 2 mal Wurzel x. Genau. Und die Ableitung vom Logarithmus, vom natürlichen Logarithmus, ja. Ich glaube 1 durch. Genau. Okay, dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal ein paar Ableitungsregeln. Die erste ist eigentlich die Standardableitungsregel. Ja, wenn wir hier eine Potenz haben, dann bedeutet das, wir ziehen die nach vorne. N mal x hoch n minus 1. Also wir ziehen den Exponenten nach vorne und multiplizieren und ziehen dann von dem Exponenten 1 ab. Okay, wie leiten wir eine Summe ab? Genau. Genau, bei Summen ist es relativ einfach. Also hier ist dann die Ableitung. Ich schreibe es jetzt mal als G' von x, damit ich nicht so viel schreiben muss, plus H' von x. In der anderen Schreibweise würde das dann heißen, Delta G nach Delta x plus Delta H nach Delta x. Okay, Kettenregel. Ja. Genau. Also einmal innere H' mal die äußere G'. Produktregel. Genau, also hier, wir leiten erst den einen Teil ab, multiplizieren ihn mit dem anderen Teil, ohne ihn abzuleiten und dann plus, genau umgekehrt. Also einmal leiten wir g ab, multiplizieren es mit h und dann addieren wir g mal der Ableitung von h. Kennt jemand die Quotientenregel? Ganz genau. Also hier seht ihr das Ganze auch einmal in leserlicher Schrift. Zur Quotientenregel. Ich muss mir die ehrlich gesagt auch jedes Mal neu anschauen, weil ich die eigentlich fast immer, wenn es nicht super kompliziert ist, umgehen kann, indem ich das Ganze in Produkt umwandle. Also immer wenn wir irgendwie einen Bruch haben, dann kann ich mir das Ganze ja auch umschreiben in ein Produkt. Also man könnte sagen, g von x durch h von x ist das gleiche wie g von x mal h von x hoch minus 1. Ja, und so haben wir dann ein Produkt und können quasi die Quotientenregel umgehen. Ist nicht immer sinnvoll, weil manchmal ist es einfacher, die Quotientenregel anzuwenden, aber ich würde sagen, in den einfachen Fällen, die wir hier besprechen, ist das auf jeden Fall eine Option. Okay. So viel zu den Ableitungsregeln. Wer da noch Probleme hat, sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Also das ist wirklich wichtig, dass ihr das könnt. Es wird in dem Modul jetzt hier nicht super kompliziert, aber ihr solltet auf jeden Fall ableiten können. Okay, dann schauen wir uns hier Beispiel 1 an. Folgendes Szenario: Wir haben eine Flasche Wasser, die nennen wir x, und die kostet 2 Euro. Dann haben wir Gesamtkosten y, und die betragen y ist gleich 2x. Das heißt, wir können daraus eine
diskrete lineare Funktion aufstellen. F von x ist gleich 2x für jedes x der natürlichen Zahlen. Also weil wir hier eben, wir können keine halbe Flasche Wasser kaufen, sondern immer nur ganze. Dementsprechend haben wir hier nur die natürlichen Zahlen, also alle ganzen Zahlen im positiven Bereich. Und das sehen wir dann eben auch hier auf der rechten Seite anhand dieser Funktion. Da ergibt sich so eine Treppenfunktion. Das heißt, hier bei x gleich 1 haben wir y gleich 2. Hier bei x gleich 2 haben wir Gesamtkosten von 4 und so weiter. So. Und wie gerade schon gesagt, es sind eben nur diskrete Änderungen von x möglich. Wir können eben nur ganze Flaschen kaufen, also keine halbe oder anderthalb oder viereinhalb Flaschen. Dementsprechend ist diese Funktion nicht stetig differenzierbar. Also wir können hiervon keine Ableitung bilden. So, und wenn wir jetzt uns diskrete Änderungen anschauen, beschreiben wir das Ganze durch dieses griechische Delta, also dieses Dreieck hier. Das heißt, zum Beispiel, was ihr euch vorstellen könnt, ihr habt jetzt schon 5 Flaschen in eurem Einkaufswagen, ihr kennt die Kosten davon und ihr sagt, okay, wir tun jetzt noch 2 weitere Flaschen dazu, also unser Delta X wäre dann 2 und dann können wir uns eben die Differenz in den Gesamtkosten anschauen, was in dem Fall dann hier 4 wäre. Genau. Wenn Delta X gleich 1 wäre, dann hätten wir eben zusätzliche Kosten von 2 Euro. Genau. Hier noch ein paar Infos, die relevant sind. Wir haben hier einmal die Abszisse, also die x-Achse, wie ihr es wahrscheinlich aus der Schule kennt, und die Ordinate, die y-Achse. Das ist, nennen wir jetzt so, weil bei uns gibt es in der Zukunft meistens kein y und x mehr, sondern wir haben p und q, also Preise und Mengen, q für Quantities. Das heißt, wenn wir ein Preis-Mengen-Diagramm haben und sagen, wir haben eine x-Achse, dann weiß ich zwar, was ihr meint, aber eigentlich haben wir gar kein x. Dementsprechend haben wir auch keine x-Achse, sondern es wäre dann eine q-Achse. Und so ist es eben eindeutig. Wir haben die Ordinate, die zeigt immer nach oben, und wir haben die Abszisse, die zeigt eben zur Seite. Gut. Dann kommen wir zur Infinitesimalrechnung. Wir haben jetzt x und y-Element der rationalen Zahlen. Und wir haben jetzt das Delta, was weiterhin eine Veränderung bezeichnet. Zum Beispiel, vorher haben wir x1 gleich 100 und unser x2 ist 150. Dementsprechend unser Delta x ist dann x2 minus x1, also die Differenz aus beiden ist 50. Und jetzt ist unsere Frage, wir haben eine Funktion y gleich f von x und wir stellen uns die Frage, wie verändert sich der Funktionswert f von x, also y, in unserem Beispiel eben unsere Gesamtkosten, bei einer Änderung von x, also unserem Funktionsargument, also der Anzahl an Wasserflaschen. Gesucht ist also die Steigung der Funktion und die Intuition ist eben, wie verändert sich y pro Änderung von x. Und die Steigung ist dann hier definiert, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus der Oberstufe, Delta y durch Delta x. Okay. Im zweiten Beispiel schauen wir uns was ganz Ähnliches an. Allerdings haben wir jetzt hier keine Wasserflaschen mehr, sondern Liter Benzin als unser Funktionsargument. Und auch hier wieder, wir gehen davon aus, dass ein Liter Benzin 2 Euro kostet. Auch hier sind dann eben die Gesamtkosten y gleich 2x. Und wir haben wieder eine stetige lineare Funktion, keine diskrete Funktion mehr. Das heißt, in diesem Beispiel können wir jetzt auch jede kleinste Einheit Benzin konsumieren. Das heißt, wir können an die Tankstelle fahren und müssen es nicht in Litern oder in Fässern kaufen, sondern wir gehen an den Zapfhahn und können quasi jede denkbare Menge abzapfen.
Dementsprechend haben wir jetzt auch hier nicht mehr so eine Treppenfunktion wie vorher, sondern eben eine Gerade. Und wir sehen auch jetzt hier, die Funktion ist stetig differenzierbar. Das heißt, wir können jetzt eine Ableitung bilden. Ja, das konnten wir vorher nicht. Und jetzt haben wir eben stetige Änderungen, nicht mehr diskrete Änderungen. Also sind auch sehr, sehr, sehr kleine Änderungen möglich. Und die bezeichnen wir mit diesem kleinen d. Das heißt, hier in diesem Fall können wir die Ableitung bilden. Und die ist hier denkbar einfach. Wenn wir die Funktion y ist gleich 2x ableiten, dann ist die Ableitung bzw. die Steigung dy durch dx, also in diesem Fall 2. Falls es zwischendurch Fragen gibt, immer gerne reinrufen oder melden, wie auch immer. Gut. Wie gesagt, Steigung hier ist trivial. Wir haben hier die Steigung von 2. Also intuitiv bedeutet das, wenn wir uns eine Einheit in x-Richtung, also auf der Abszisse bewegen, um wie viele Einheiten bewegen wir uns dann nach oben? Und das sind in diesem Fall eben 2. Das Ganze kann man jetzt noch herleiten mit Beispielwerten. Also sagen wir mal, hier ist die 2 und hier ist die 4. Dann ist unser Funktionswert hier 4 und hier 8. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal an, was ist unsere Änderung von x. Das ist 4 minus 2, also 2. Und was ist die Änderung von y? Das ist dann eben 8 minus 4 ist 4. Und dann können wir daraus unsere Steigung berechnen. Und das ist in diesem Fall dann eben 2. Okay. So, Beispiel 3 und 4. Hier haben wir jetzt keine lineare Funktion mehr, sondern in diesem Fall eine quadratische Funktion. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, das ist diese blaue Kurve. Und bei dieser Kurve ist eben das Problem, in Anführungszeichen, an jeder Stelle ist der Wert der Steigung unterschiedlich. Das heißt, wir können das jetzt nicht einfach so machen, dass wir uns zwei Punkte raussuchen und dann die Differenzen berechnen. Das würde nämlich passieren, wenn wir die Sekante nehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an der Steigung in diesem Punkt hier interessiert wären, dann wäre das, wenn wir es so machen wie vorher, schauen wir uns zum Beispiel erstmal diesen Punkt an und diesen Punkt. Das sind die Schnittpunkte hier mit dieser grünen Gerade. Das ist die Sekante. Das heißt, das Ganze hier unten, das ist unser Delta x und dann bis hier, das wäre dann unser Delta y. Und ihr seht, okay, das approximiert das Ganze zwar einigermaßen, aber die Funktionen sehen schon relativ unterschiedlich aus in diesem Punkt hier. Das heißt, wir wollen das Ganze umgehen, indem wir sagen, okay, unser Delta x soll möglichst klein werden. Also wir gehen jetzt immer weiter in Richtung zu diesem Punkt hier, in den wir eigentlich interessiert sind, so lange, bis eben unser Delta x so klein ist wie möglich, sodass wir es quasi gar nicht mehr sehen können. Und dann sind wir hier bei der roten Kurve. Das ist dann unsere Tangente. Ich mache mal den ganzen Kram hier wieder weg. Und dann sehen wir, okay, die Tangente hat in diesem Punkt genau einen Tangentialpunkt. Das heißt, die berührt die blaue Kurve dort nur. Und somit haben wir die Steigung möglichst genau approximiert. Genau. Das Ganze können wir uns jetzt nochmal angucken. Das ist mehr oder weniger das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Wenn wir hier y haben und hier x und wir haben jetzt eine Funktion, die irgendwie so aussieht. Wir starten in einem Punkt x0 und y0, sagen wir, das liegt hier.
x0, y0. Und jetzt schauen wir uns eine Veränderung an. Sagen wir, x0 verändert sich um Delta x bis hin zu x1. Also das hier ist dann unser Delta x. Dementsprechend haben wir hier unser y1. Und dementsprechend ist das hier unsere Veränderung von y. Und was jetzt hier steht, der neue y-Wert y1 ist gleich f von x0 plus Delta x. Das bedeutet, wir wissen, x0 plus Delta x ist gleich x1. Also y1 ist gleich f von x1. Also das ist nichts anderes, als was da steht. Nur ein bisschen komplizierter ausgedrückt, um eben dieses Delta x mit reinzubringen. So, und wenn wir dann diese beiden Werte y1 und y0 nehmen, dann können wir unser Delta y daraus berechnen. Und das ist dann eben f von x0 plus Delta x minus f von x0. Das ist das, was hier oben in dem Zähler steht. Und unsere Veränderung von x, hatten wir ja festgelegt, ist einfach nur Delta x. Und so haben wir dann quasi durch diese beiden Punkte hier auch wieder unsere Steigung approximiert. Aber wie gesagt, wir wollen, dass unser Delta x möglichst klein wird, um eine genaue Steigung zu erhalten. Genau. Das heißt, wenn wir eine stetige Funktion haben, dann können wir diesen Quotienten Delta y durch Delta x nehmen und der konvergiert gegen einen Grenzwert, wenn unser Delta x gegen 0 geht. Ja, das habt ihr, glaube ich, alle in der Oberstufe gemacht. Das ist unser Limes. Also wenn diese Veränderung von x gegen 0 geht, also möglichst klein wird, dann können wir das Ganze, haben wir die Tangente und haben dann eben unsere Tangentialsteigung. Ich kann euch schon mal beruhigen, ihr müsst in diesem Modul nicht irgendwie nochmal einen Limes oder eine Steigung herleiten oder eine Ableitung, ihr müsst es einfach nur anwenden können. Also das einfach nur, um euch nochmal kurz abzuholen, aber so lange ihr das anwenden könnt, ist alles fein. Okay. So, dann noch Anmerkung 1, was ist eine stetige Funktion? Hier steht, wenn von beiden Seiten gilt, dass der Limes, also wenn wir unser Delta x gegen 0 gehen lassen, f von x gleich f von a. Das heißt, um euch vielleicht zu zeigen, was ist denn keine stetige Funktion, das wäre irgendwie sowas und dann ist da plötzlich ein Loch drin. So, dann heißt es, okay, hier in diesem Punkt, da haben wir nichts, das können wir nicht ableiten. So. Was aber noch eine andere Ausnahme ist oder eine andere Anmerkung, Stetigkeit bedeutet nicht automatisch, dass wir es ableiten können. Also ihr könntet euch irgendwie auch eine Funktion vorstellen, die irgendwie so verläuft und dann hat die da so einen Knickpunkt. Ja, und dann in diesem Punkt hier, wenn wir jetzt hier versuchen, eine Tangente anzulegen, jetzt mal in einer anderen Farbe, so, dann können wir die so anlegen oder wir könnten die so anlegen. Ja, das heißt, da ist einfach die Steigung nicht definiert. An diesem Punkt können wir die Funktion nicht ableiten. Gut. So, dann haben wir hier Beispiel 3. Hier geht es jetzt um Weizen und Bier. Wir haben Weizen x und Bier y und wir können eben aus Weizen Bier herstellen, wobei in unserem Beispiel hier umso mehr Weizen benötigt wird, je mehr Bier hergestellt werden kann, weil wir davon ausgehen, dass guter Weizen knapp ist und bei der zusätzlichen Produktion nur noch Weizen von geringer Qualität verwendet werden kann. Das heißt, je mehr Bier wir schon hergestellt haben, dann haben wir irgendwann nur noch den minderwertigen Weizen übrig und dementsprechend brauchen wir einfach mehr Input für ein Liter Bier zum Beispiel.
Das Ganze können wir hier durch die, ich glaube, ihr könnt die Farben nicht so gut erkennen, durch diese schwarze Funktion, das ist diese Wurzelfunktion, darstellen. Und hier ist einfach nur y ist die Wurzel aus x. Hier auch schon direkt der erste mathematische Hinweis. Wir können die Wurzel aus x auch immer so umschreiben als x hoch 1/2. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, okay, was steht hier eigentlich? Bei der Quadratwurzel lassen wir das eigentlich immer weg. Hier steht eigentlich eine 2 und dieses x hat eigentlich ein hoch 1 dran. Dementsprechend könnte man auch sagen, wenn wir jetzt eine ein bisschen kompliziertere Wurzelfunktion hätten, zum Beispiel die dritte Wurzel aus x hoch 4, können wir umschreiben als x hoch, hier wo die 1 vorher war, kommt jetzt die 4 hin, also in den Zähler. Und dort, wo die 2 ist, kommt die 3 hin, also haben wir hier x hoch 4 Drittel. Also so könnt ihr euch immer irgendwie eine Wurzel umschreiben. Falls man es ableiten muss, finde ich, dass es so immer einfacher ist. Okay. So. Dann haben wir, wie gesagt, hier diese Wurzelfunktion. Und jetzt ist die Frage nach der Durchschnittsfunktion. Und was ist dieser Durchschnitt? Also y durch x. Y war unser Bier, x war unser Weizen. Das heißt, wie viel Bier pro Weizen erhalte ich. Und hier seht ihr jetzt noch ein paar mathematische Umformungsschritte, die wir hier angewendet haben. Wir haben hier einmal y durch x und wir wissen, okay, unser y ist die Wurzel aus x. Das ist der erste Schritt. Dann haben wir im zweiten Schritt das Ganze umgeschrieben, so wie es hier oben steht. Aus Wurzel x machen wir x hoch 1/2. Und jetzt kommt der Trick, in Anführungszeichen, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Immer wenn ihr einen Bruch habt, könnt ihr das Ganze auch als Produkt umschreiben. Das heißt, alles, was hier im Nenner steht, ziehen wir nach oben und müssen dann hier eben die hoch minus 1 dranhängen. So, das so zur Vereinfachung. Und dann kommen wir hier unten zum nächsten Schritt, wenn wir das so stehen haben wir hier oben. Wir haben dieselbe Basis, also bei beiden Malen haben wir das x und dann können wir die Potenzen miteinander verrechnen. Und dann wird aus dem x hoch 1/2 mal x hoch minus 1 eben ein x hoch 1/2 minus 1. 1/2 minus 1 ist dann eben minus 1/2. Und hier wiederum können wir dann die Rechenschritte quasi wieder rückgängig machen. Und machen daraus erstmal wieder eine Wurzel und dann haben wir immer noch das Minus dabei und ziehen es dann wieder in den Nenner rein. Das heißt, so haben wir das Ganze einmal umgeschrieben, sodass wir hier stehen haben 1 durch Wurzel x. Okay. So, und hier können wir jetzt wieder dann uns die Ableitung anschauen. Und zwar schauen wir uns das hier in diesem Punkt an. Da haben wir unsere Tangente angelegt. Und um diese Funktion abzuleiten, das hatten wir vorhin schon einmal kurz besprochen bei den Ableitungsregeln, wir ziehen, ich schreibe es nochmal kurz hin, y ist gleich x hoch 1/2. Das heißt, wir ziehen jetzt den Exponenten nach vorne, haben hier dieses 1/2 stehen und multiplizieren das dann mit x hoch 1/2 minus 1. Dann haben wir hier wieder aus dem x hoch 1/2 minus 1 wird minus 1/2 und wir können das Ganze dann wieder rückgängig machen und in einen Bruch umschreiben, sodass wir folgendes Ergebnis haben, 1 durch 2 Wurzel x und unsere Wurzelfunktion hier ist degressiv, weil der Betrag der Steigung mit steigenden Werten der erklärenden Variable abnimmt. Das ist genau unser Szenario, was wir uns überlegt haben. Je mehr Weizen wir schon verwendet haben, desto weniger Bier können wir dann mit dem weiteren Weizen herstellen. Also wenn wir hier vorne sind bei x0, haben noch gar kein Bier hergestellt, dann brauchen wir für diese Menge Bier, sagen wir mal hier ist 1, bräuchten wir eben nur diesen Wert x.
Wenn wir jetzt nochmal dieselbe Menge herstellen wollen, also ungefähr hier ist 2, dann sehen wir schon, okay, das x2 wird dann schon deutlich größer und immer so weiter. Ja? Also je mehr wir herstellen wollen, desto mehr brauchen wir auch pro Liter. Und jetzt können wir uns in Beispiel 4 nochmal das umgekehrte Szenario anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier, wie ihr seht, die Achsen vertauscht. Das ist auch genau der Grund, warum das jetzt nicht mehr X- und Y-Achse heißt, sondern Ordinate und Abszisse, weil genau gesagt ist, das hier jetzt unsere Y-Achse auf der Abszisse, auf der horizontalen Achse, und wir haben dann eben die X-Achse hier oben. Jetzt will ich es nicht mehr zeichnen. Auf der Ordinate. Das heißt, so können wir einfach irgendwelche Missverständnisse vermeiden und okay, wow. Genau. Gut. Das heißt, jetzt wollen wir wissen, wie viel Weizen X wir benötigen, um eine bestimmte Menge Bier herzustellen. Das heißt, unser Funktionsargument hier ist jetzt Y. Und dafür müssen wir eben die Umkehrfunktion aus Beispiel 3 bilden. Das heißt, wir lösen diese Funktion, die wir vorher hatten, einfach nach der anderen Variable auf. Können wir noch mal kurz reinschauen. Wir hatten hier die Wurzelfunktion. Y ist gleich Wurzel x. Und wenn wir das Ganze jetzt umkehren wollen, das heißt, wir müssen es nach x auflösen. Das ist hier relativ einfach. Das heißt, wir müssen das Ganze einfach nur quadrieren und haben dann y² gleich x. Und wer das dann ja möchte, kann das Ganze jetzt einfach noch umdrehen, damit das eine links, das andere rechts steht. Und so haben wir schon die Umkehrfunktion gebildet. Also denkbar einfach. So, wir sehen jetzt hier, das Ganze ist nicht mehr degressiv, sondern progressiv. Ja, die Steigung ist hier unten relativ flach und wird dann immer steiler. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, eben auch die Achsenbeschriftung tauschen. Weil jetzt haben wir hier x, also unser Weizen als abhängige Variable, die durch unser y auf der Abszisse erklärt wird. So, jetzt machen wir hier auch wieder das gleiche Spiel wie vorher. Wir können die Durchschnittsfunktion bilden. Nochmal kurz aufgeschrieben, y, dann hatten wir gesagt, x ist y². Wenn wir jetzt die Durchschnittsfunktion bilden wollen, dann müssen wir x durch y teilen. Das heißt, wir nehmen unser x, was wir hier oben schon definiert haben, schreiben es oben in den Zähler, teilen es durch y und y² geteilt durch y. Dann bleibt da nur noch y übrig. Auch die Steigung ist hier relativ easy. Wir müssen die erste Ableitung bilden. Die Ableitung von y² ist 2y. Das solltet ihr, denke ich, alle wissen. Und hier steht es nochmal, wie vorher auch schon, die Parabel ist progressiv. Der Betrag der Steigung nimmt nämlich mit zunehmenden Werten der erklärenden Variable y zu. Also das nur für euch so ein bisschen die Begrifflichkeiten. Und wie man eine Umkehrfunktion bildet und wie man sich Durchschnitte anschaut. Gut. Fragen dazu?